Und nun ist die Festrede auf dem Programm. Sie wird, darauf wurde ja schon mehrfach hingewiesen, vom Historiker Christopher Clark gehalten. Am Vormittag des 28. Juli 1914, also morgen vor genau 100 Jahren, unterschrieb der 84-jährige österreich-ungarische Kaiser Franz Josef in seinem Arbeitszimmer in der kaiserlichen Villa in Bad Ischl, hier im Salzkammergut, mit einem Federkiel die Kriegserklärung an Serbien. Vor ihm auf dem Schreibtisch stand eine Büste seiner verstorbenen Frau Elisabeth aus weißem Marmor. Rechts in der Nähe seines Ellenbogens befand sich ein elektrischer Zigarrenanzünder, eine unhandliche Apparatur aus dunklem Holz auf einem Sockel aus Bronze, dessen geflochtenes Kabel zu einer Steckdose hinter dem Schreibtisch führte. Dieser Zigarrenanzünder entsprach dem allerneuesten Stand der damaligen Technik. Er war ein Geschenk des russischen Zaren gewesen. Genau eine Woche später, am 4. August 1914, befand sich Europa im Krieg. In einem Krieg, der sich zu einem Weltkrieg entwickeln sollte. Und dieser Weltkrieg verschlang vier große Reiche, das russische, das deutsche, das österreich-ungarische und das osmanische Vielvölkerreich. Viel wichtiger, er verschlang auf seinen zahlreichen Schlachtfeldern die Leben von mindestens 10 Millionen jungen Männern. Zu den in vielen Fällen verheerenden Verwundungen, Verwundungen, die das visuelle Gedächtnis dieses Krieges besonders geprägt haben, gibt es bis heute keine zuverlässige Gesamtstatistik, aber die Schätzungen schwanken zwischen 15 und 21 Millionen. Und die moralischen Katastrophen des Krieges darf man auch nicht vergessen. Die tausendfache Ermordung von Zivilisten in Belgien, in Serbien, in Galizien und Ostpreußen. Die Bombardierung von zivilen Wohngebieten. Die Versenkung von Linienschiffen. Die Verhängung der Hungerblockade. Dieser Krieg entwickelte, wie Kriege das fast immer tun, eine unvorhergesehene Gewaltdynamik. Er sprengte die ethischen, die technischen und die wirtschaftlichen Normen der Vorkriegswelt und schuf damit eine neue Wirklichkeit. Er hob das gesamte internationale System aus den Fugen, mit Konsequenzen, die zum Teil bis in unsere Gegenwart hineinreichen. Die Debatte um die Entstehung dieses Krieges ist alt. Ja, sie ist so alt wie der Krieg selbst, vielleicht sogar älter. Denn das Argument darüber, der Disput darüber, wer schuld sei am Ausbruch dieses Krieges, fing an, bevor er überhaupt auf die Welt gekommen war, bevor überhaupt die ersten Schüsse gefallen waren. Aber das Problem, die Debatte ist natürlich alt, aber das Problem, das der Debatte zugrunde liegt, ist noch frisch. Ja, es ist heute in mancher Hinsicht noch frischer als vor 20 oder 30 Jahren. In den 1970er Jahren, als ich diesem Thema als Schüler in Sydney auf dem Gymnasium in Australien zum ersten Mal begegnet bin, hatte sich um den Ausbruch des Ersten Weltkrieges ein gewisser nostalgischer Charme entwickelt. In den herrlichen Populärhistorien von Barbara Tuchman, 1914 und The Guns of August, erschienen die Krisenjahre des Vorkriegs wie ein buntes Historiengemälde. Tuchman stellte prächtige Uniformen, seltsame Sitten, exzentrische Persönlichkeiten liebevoll dar. Das sind übrigens fabelhafte Bücher, die ich allen empfehlen würde. Sie schilderte Lord Salisbury auf dem Weg zum britischen Unterhaus, auf seinem Dreirad sitzend. Das war das erste Dreirad in ganz London mit pneumatischen Rädern, geschoben von seinem Valet James. Er musste geschoben werden, weil das Ding keine Pedale hatte. Wie er die kleinen Hügel in St. James Park mit flatterndem Frack herunterrollte. Sehr genau wurde auf die Willkürlichkeiten der Habsburger Hofetikette eingegangen, auf die extravaganten Speisekarten bei Galadinés und überhaupt auf die monströse Spätblüte der kontinentaleuropäischen Hofkulturen. Und es befestigte sich unbemerkt die Annahme, das seien wohl Menschen aus einer verschollenen und vielleicht auch totgeweihten Welt gewesen. Wenn ihre Helme mit riesigen grünen Straußenfedern geschmückt waren, dann waren ihre Gedanken und Ideen, ihre Argumente wohl auch mit solchen Ornamenten versehen. Das seien wohl keine Zeitgenossen mehr, sondern gestrige Menschen, Ideen
und Argumente, die mit der heutigen Welt wenig gemein haben. Wirft man jedoch erneut ein Auge auf die Ereignisse der Sommerkrise von 1914, und zwar von unserem Standpunkt aus, im frühen 21. Jahrhundert, so ist man doch erstaunt von der Aktualität, von der rohen Modernität des Geschehens. Die Krise fing nämlich mit einem Autokorso an. Vergegenwärtigt man sich das Bild der Wagen auf dem Appellkai in Sarajevo am 28. Juni, so fühlt man sich an Dallas im Monat November 1963 erinnert. Ausgeführt wurden die Morde durch eine Gruppe von Selbstmordattentätern und das im wörtlichsten Sinne. Denn die jungen Männer, die sich in Sarajevo versammelt hatten, um den Thronfolger niederzustrecken, waren nicht nur mit Bomben und Pistolen ausgestattet, sondern auch mit Cyankali, mittels dessen sie laut Anweisung nach Erledigung ihrer Aufgabe sich das Leben nehmen sollten. Und diese 7 jungen Männer, das waren sehr junge Männer, Gymnasiasten zum Teil noch, die alle enthaltsam in ihrem Lebenswandel waren, reich an Idealen, arm an Erfahrung, geprägt eben von jener naiven Ernsthaftigkeit, die den idealen Nährstoff für alle terroristischen Bewegungen bildet, radikalisiert wurden diese jungen Männer durch ein irredentistisches Milieu, welches durch einen regelrechten Todeskult gekennzeichnet war, durch eine quasi religiöse Verherrlichung der Selbstaufopferung, der Rache und des Attentats. Ich will wie eine Fackel brennen für mein Volk, schrie der verstorbene Selbstmordattentäter Bogdan Jerajic, der sich 1910 nach einem verfehlten Attentat auf den österreichischen Landeschef von Bosnien, übrigens ein Kroaten, das Leben nahm. An den letzten Abenden vor dem Sarajevo-Attentat hielten sich Gavrilo Princip und Nedjeljko Čabrinović, die 2 aktivsten Mitglieder des Kommandos, am Grabe Jerajics auf. Sie legten sogar Blumen dort nieder. Wenn auch die österreichischen Gerichtsprotokolle etwas bösartig bemerkten, diese Blumen seien nicht eigens für Jerajic gekauft, etwa im Blumengeschäft am Friedhof, sondern von anderen Gräbern gestohlen worden. Das schätzt man an den Österreichern, dass sie sowas merken, vielen wäre das entgangen. Als ich auf der Schule von diesen Einzelheiten erfuhr, erschienen mir diese Jungen sehr fremde, unverständliche Gestalten, fest eingeschlossen in einer sehr fernen Vergangenheit. Heute ist uns jedoch aus naheliegenden Gründen die Figur des Selbstmordattentäters gar nicht mehr so fremd. Eben deshalb vielleicht ist der Blick auf die Entstehung dieses Krieges auch heute noch so beunruhigend. Die Sommerkrise des Jahres 1914 mag in einer größeren zeitlichen Entfernung von uns stehen. Sie ist uns aber heute paradoxerweise näher als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Erst langsam ist uns klar geworden, was das Ende der bipolaren Stabilität des Kalten Krieges eigentlich für die Entwicklung des globalen geopolitischen Systems bedeutet. Wir befinden uns, eben wie die Zeitgenossen vom Jahre 1914, in einer zunehmend gefährlichen, multipolaren Welt, gekennzeichnet durch regionale Krisen, in denen zum Teil auch Großmachtinteressen verstrickt sind, und durch das Neben- und Gegeneinander eines ermüdenden oder vermeintlich oder nicht in Niedergang begriffenen Weltreichs und einer emporstrebenden Weltmacht, die mit ihrem ungestümen Rütteln am globalen Mächtegefüge in manchen Hauptstädten für Unruhe sorgt. Und ich spreche hier natürlich nicht von Russland. Gekennzeichnet war die Vorkriegswelt, nicht anders als die Gegenwart, durch ein wachsendes Misstrauen unter den Mächten, auch innerhalb der Bündnisblöcke. Damit haben wir es auch heute zu tun. Wachsendes Misstrauen auch innerhalb der westlichen Blöcke. Und geschürt wurden dieses Misstrauen durch die Uneinigkeit der jeweiligen Entscheidungszentren, durch die Doppelbödigkeit der diplomatischen Signale. Ja, man kann gewissermaßen mit Hinblick auf die Großmächte des Vorkriegs, wie eben bei der Europäischen Union heute, von einer Heisenbergschen Unschärfe sprechen, was den Ort der Macht in diesen komplexen Strukturen angeht. Und dadurch wurde natürlich die Krisenfälligkeit des Systems damals auch noch verschärft. Und wir dürfen schließlich auch nicht die Urplötzlichkeit dieses Krieges vergessen. Viele Zeitgenossen wogen sich in Sicherheit. Der große Krieg, also ein Krieg zwischen Großmächten, sei unmöglich geworden. Dafür wäre die moderne Welt zu eng durch Handelsbeziehungen und finanzielle Unabhängigkeitsverhältnisse transnational vernetzt. Für uns, schrieb der Budapester
Grafiker Béla Szombori-Moldován, der im Sommer 1914 eingezogen wurde. Für uns war der Krieg ein Anachronismus. Bis er uns unmittelbar bevorstand, betrachteten wir ihn als eine Absurdität. Die Plötzlichkeit des Krieges hatte mit dem Tempo der ihm zugrunde liegenden Krisensequenz zu tun. Viele große Werke der Literatur zur Entstehung des Ersten Weltkriegs haben sich mit den dem Krieg zugrunde liegenden längerfristigen Prozessen des Wandels befasst, die Auflösung des sogenannten europäischen Konzerts, dem Aufkommen des Nationalismus im Rahmen einer zunehmend chauvinistischen Medienöffentlichkeit, dem seit 1870 durch die plötzliche Entstehung eines deutschen Nationalstaates mitten in Europa ausgelösten epochalen Strukturwandel und so weiter und so fort. Und das sind auch mit natürlich wichtige Faktoren gewesen. Aber ausschlaggebend für die Komplexität der Ereignisse vom Jahre 1914 waren die raschen Veränderungen im internationalen System, das Unvorhergesehene, die durch die zwei Balkankriege verursachte Umwälzung der regionalen Machtverhältnisse, die Annäherung Rumäniens an St. Petersburg, an Russland also, die plötzliche Entstehung eines albanischen Nationalstaates im Jahre 1913, das türkisch-russische Wettrüsten im Schwarzen Meer, die Vertrauenskrise zwischen Berlin und London infolge der anglo-russischen Flottengespräche und das noch im späten Sommer 1914, das Umschwenken der russischen Balkanpolitik von Sofia nach Belgrad, um nur einige dieser Neuausrichtungen zu nennen. Das waren eben keine langfristigen historischen Übergänge, keine force profonde, wie Pierre Renouvin sie genannt hat, die sich über Generationen hinweg entfaltet hatten und also schon erkennbar waren, sondern kurzfristige Neuausrichtung, Phänomen de courte durée. Sie haben die Entscheidungsträger der Vorkriegswelt vor immer neue Herausforderungen gestellt. Und durch ihre Reaktionen auf diese Herausforderungen, durch ihre Entscheidungen, wurde der Krieg auf die Welt gebracht. Er musste nicht geschehen. Er wurde gewählt. Und zwar erst im unmittelbaren Vorfeld des eigentlichen Kriegsausbruchs. Zum Teil deswegen kam dieser Krieg für die große Mehrheit der Zeitgenossen wie ein Gewitter aus heiterem Himmel. Hätte man am frühen Vormittag des 28. Juni 1914, also gerade vor dem Attentat in Sarajevo, die am besten informierten Staatsmänner des Kontinents gefragt, wie groß sie das Risiko eines europäischen Krieges einschätzen würden, dann hätte die Mehrzahl von ihnen sicherlich geantwortet, ein kontinentaler Krieg sei in den letzten Monaten und Jahren sogar unwahrscheinlicher geworden. Schließlich hatte man die zwei Balkankrisen vom Jahre 1912 und 1913 überwunden, ohne einen großen Krieg auszulösen. Seitdem ich an dem Foreign Office angestellt bin, schrieb Arthur Nicholson, ein hoher britischer Funktionär, seitdem ich an dem Foreign Office angestellt bin, habe ich nie einen so ruhigen Seegang erlebt. Der große Krieg kam also nicht langsam. Sein Herannahen wurde durch die rohe Gewalt der Ereignisse drastisch beschleunigt. Und darin liegt natürlich eine Lektion für uns heute. Allerdings war die Bedeutung dieser Ereignisse den Zeitgenossen nicht immer sofort klar. Der Londoner Redakteur bei der Nachrichtenagentur Reuters, der die Meldung vom Attentat zu Sarajevo als erster in England bekommen hat, wartete an dem Tag ungeduldig auf das Ergebnis des Grand Prix in Longchamp bei Paris, der wichtigsten Pferdesportanlage in Paris, und er meinte in der Meldung, die Namen der drei gewinnenden Pferde zu erkennen. Er meldete, ich zitiere, das Ergebnis des Grand Prix zu Paris heute Nachmittag lauten: am ersten Platz Sarajevo, am zweiten Platz Ferdinand, am dritten Platz Assassiné. Das ist kein Scherz, das ist wirkliche Wahrheit. Glücklicherweise hat sein Vorgesetzter den Fehler erkannt und korrigiert, sodass Reuters Ruf für makellose Genauigkeit untangiert blieb. Festzustellen bleibt aber, dass die Gefahr des großen Krieges damals nicht weit im Voraus zu erkennen war. Das könnte durchaus noch für die Gegenwart und die Zukunft gelten. Es besteht also kein Grund, auf die Entscheidungsträger des Jahres 1914 hochmütig
herabzusehen. Ja, sie haben versagt, wie der Herr Bundespräsident es absolut richtig gesagt hat. Sie haben versagt. Aber es besteht kein Grund, auf sie hochmütig herabzusehen, im Sinne dessen, was E.P. Thompson, der große britische Historiker, The Infinite Condescension of Posterity nannte. Als wären das die verblendeten Vertreter eines vollkommen überwundenen Zeitalters gewesen. Die Komplexität der Krise vom Jahre 1914 ist nämlich zum Teil auf menschliche Verhaltensmuster zurückzuführen, die noch heute auf der politischen Bühne durchaus anzutreffen sind. Man denke doch an die Euro-Krise der letzten Jahre. Alle beteiligten Staaten waren sich bewusst, dass es einen möglichen oder möglicherweise katastrophalen Ausgang aus der Krise geben könnte, nämlich das Ende des Euro. Aber alle waren sich einig, dass das der schlechtestmögliche Ausgang wäre. Aber das gemeinsame Bewusstsein, was die Gefahr betraf, reichte dann nicht aus, um den Egoismus der einzelnen Handelnden zu disziplinieren. Ganz im Gegenteil, jeder versuchte, diese Gefahr, die alle bedrohte, zum eigenen Vorteil zu nutzen. Die Krise, die sich in den letzten Monaten in der Ukraine abspielt, ist wiederum unter anderem auch ein Mahnmal dafür, wie schnell die Ereignisse auch die sorgfältigsten Pläne überrollen und zu unvorhergesehenen Konstellationen führen können. Hier war ein komplexes Zusammenspiel von Kräften zu beobachten. Innerstaatliche Unruhen, geostrategische Spannungen und sicherheitspolitische Gegensätze in einem demografisch gespaltenen, peripheren, postimperialen Raum. Dass es bei dieser Krise noch nicht zu einer weiteren Eskalation gekommen ist, liegt nicht nur an der bisherigen Zurückhaltung fast aller wesentlich beteiligten Entscheidungsträger, sondern auch an der Existenz trotz aller Spannungen einer blockübergreifenden Sicherheitsarchitektur mit gemeinsamen Gremien, der KSZE, der G8 und des Europäischen Rates, um nur einige zu nennen, die noch als Kommunikationsagenturen und notfalls auch als Vermittlungs- und Schlichtungsinstanzen dienen können. Viel gefährlicher ist wiederum die Lage in Asien. Dort sehen wir, und ich beziehe mich hier auf die Thesen des ehemaligen australischen Premierministers Kevin Rudds, eine Vielzahl von ungelösten territorialen Streitigkeiten auf der koreanischen Halbinsel, zwischen Russland und Japan, zwischen China und Korea und zwischen China und Japan im Ostchinesischen Meer, zwischen Korea und Japan, zwischen China und vier Staaten Südostasiens im Südchinesischen Meer, zwischen Thailand und Kambodscha, zwischen Indien und Pakistan wegen Kaschmir und so weiter und so fort. Verstrickt in diese Streitigkeiten sind auch Nuklearmächte, Russland, China, Nordkorea, Pakistan und Indien. Und es gibt in dieser Region überhaupt keine regionalen oder globalen Mechanismen, die in eventuell vorkommenden Konflikten effektiv vermitteln können. Verschärft wird die Gefahr durch die Existenz komplexer Bündnisstrukturen, durch welche sich regionale Konflikte mit den Verhältnissen zwischen Großmächten verzahnen können. Man denke nur an die vielfältigen Abkommen zwischen Amerika einerseits und Japan, Südkorea, Taiwan, den Philippinen und Thailand andererseits. Eine Eskalation in dieser Region könnte Kontroversen zwischen den USA und China schlagartig verschärfen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und den EU-Staaten sind eigentlich trotz verschiedener Spannungsphasen verhältnismäßig robust. Die Kommunikation funktioniert auf mehreren Ebenen. Das Gleiche kann man nicht behaupten von den Beziehungen zwischen Beijing, Tokio und Seoul. Und Nordkorea befindet sich in einem Zustand tiefster diplomatischer Isolation, die zurzeit und wohl überhaupt weltweit einmalig ist. Was hier Not tut, ist eine Kultur der transnationalen Kooperation, ähnlich wie jene, die in Europa aus den Ruinen der zwei Weltkriege entstanden ist. Stattdessen beobachten wir in Asien, wie übrigens auch in Teilen Europas, das Wiederaufwachen eines streitsüchtigen Nationalismus, der immer auf der Suche nach einfachen Lösungen ist. Es gibt auch positive Entwicklungen. Sowohl in Beijing wie auch in Washington ist man bemüht, die Fehler vom Jahre 1914 nicht zu wiederholen. Generalsekretär Xi Jinping hat neulich von einem Großmachtverhältnis neuen Typs mit Amerika gesprochen und Washington hat seinerseits eine Reihe von bilateralen Gipfeltreffen vorgeschlagen, um das gegenseitige strategische Vertrauen allmählich aufzubauen. Trotzdem sollten wir die Gefahr nicht unterschätzen.
Wir befinden uns, wie im Jahre 1914, in einer Phase des Umbruchs. Die Konturen des alten Systems sind im Auflösen begriffen. Die neuen Konstellationen sind noch nicht klar erkennbar. Gerade in solchen Momenten, wo das Gleichgewicht ins Wanken kommt, häuft sich das Risiko. Es waren das Aufkommen Athens und die dadurch in Sparta ausgelöste Furcht, die den Peloponnesischen Krieg unvermeidlich machten, schrieb Thukydides, der größte Historiker der griechischen Antike. In Anspielung auf diese Diagnose hat der US-amerikanische Politikwissenschaftler Graham Allison von der Thukydideschen Falle gesprochen. In nicht weniger als 11 der 15 Fällen, wo im Laufe der letzten 500 Jahre die bestehenden Machtverhältnisse durch das Emporkommen einer neuen Großmacht in Frage gestellt wurden, hat das laut Allison zu einem Krieg geführt, in 11 aus 15 Fällen. Ob wir heute in der Lage sind, dieser Falle zu entkommen, ist noch nicht klar. Wir sind nicht unbedingt klüger oder weiser als unsere Vorfahren. Aber wir haben jedenfalls in Europa bessere Strukturen. Hier hat man aus den Ruinen zweier verheerender Weltkriege eine Wirtschafts- und Friedensordnung hergestellt, die weltweit einmalig ist. Es ist nicht nur, dass durch die EU, deren Kultur die Salzburger Festspiele auf so ergreifende Weise vor der ganzen Welt vertreten und vermittelt wird, es ist nicht nur, dass diese EU einen Krieg zwischen den, dass durch sie ein Krieg zwischen den Staaten Europas unvorstellbar geworden ist. Es ist eher, dass dieses transnationale Gebäude für die ganze Welt ein Modell bietet für die friedliche Schlichtung von Interessenkonflikten. Die EU hat zurzeit vor allem innerhalb Europas eine schlechte Presse. Sie und ihre Werte werden auch innerhalb der Union von populistischen Bewegungen in Frage gestellt. Aber wer die EU von, wie ich zum Beispiel, von außerhalb betrachtet, Australien hat noch nicht die Mitgliedschaft beantragt. Ich lebe in der Hoffnung, dass wir irgendwann aufgenommen werden. Da werden wir wahrscheinlich ein paar Jahrhunderte warten müssen, bis sie sich in den pazifischen Raum ausbreitet. Aber wer die EU von außerhalb betrachtet, sieht in ihr einen Akt transnationalen politischen Willens, der zu den größten Errungenschaften der Geschichte der Menschheit gehört. Die Katastrophe des Jahres 1914 ist eine Mahnung, wie furchtbar die Folgen sein können, wenn die Politik versagt, die Gespräche versiegen und kein Kompromiss mehr möglich ist. Sie ist eine Mahnung, die Schrecken des Krieges und die Wonnen des Friedens niemals zu unterschätzen. Denn der Krieg bleibt nach wie vor, wie Papst Franziskus neuerdings geschrieben hat, das größte Scheitern der Menschheit. Die Geschichte bleibt natürlich in den Worten Ciceros die große Lehrerin des öffentlichen Lebens. Da wir der Zukunft gegenüber blind sind, haben wir keine andere. Aber diese Lehrerin beschert uns keine eindeutigen Ratschläge. Sie gibt uns nur rätselhafte, manchmal verhängnisvolle Orakel auf, über deren Bedeutung für die Gegenwart wir zum ernsthaften Nachdenken verpflichtet sind. Ich danke Ihnen. Welche Fülle an Witz und Wissen gepaart mit Ironie. Das war die Festrede des Historikers Christopher Clark.